Eine vielversprechende Begrüßung. Die nordtexanische Stadt Amarillo war, bis man hier Erdöl fand, vor allem für die Rinderzucht bekannt. Im Big Texan zelebriert man auch heute noch den Mythos des Wilden Westens. Wie man sieht, ist das gut besucht, nicht? Ich werde das bestellen, was ich immer nehme. Hi, how's it going? Hi, my name's Amber. I'll be taking care of you today. Hi, Amber. How can I get you started off with a drink? A Coke, but no ice. All right. What are we taking? The 8 ounce. You don't want to take on that 72-ounce challenge? No, no. Why not? You can do it. I'm not a big eater. No? No. Ja, die Steak Challenge heißt, man könnte ein 72-Onzen-Steak, also über 2 Kilo Fleisch mit Beilagen in einer Stunde verzehren. Und wenn man es schafft, braucht man es nicht bezahlen. Aber das ist natürlich etwas für welche mit viel, viel Hunger. Herausforderung angenommen. Hunderte haben es bereits versucht. Doch die Zahl derer, die über 2 Kilo Fleisch samt Beilagen in 60 Minuten aufessen konnten, ist recht überschaubar. Das eine Dame, die probiert das jetzt wirklich mit 72 Ounce in einer Stunde mit Beilagen. Wahnsinn, also ich würde es nicht machen. A baked potato, a side of fries, mushrooms, and a salad. Y'all give a round of applause and cheer on! Na ja. Unglaublich. Es scheint jetzt sehr viel Hunger. Sie schlingt das eigentlich ziemlich. Ja, gesund ist das nicht. Also, da wird sie wahrscheinlich Magenschmerzen bekommen morgen. Are you hungry? Ah. Oh. Wow. Thank you. Anything else for you? No, I'm fine. Thank you. All right. Trotz der großen und potenziell kostenlosen Portion scheint die Amerikanerin ihr Essen bei weitem nicht so zu genießen wie Joe. Mm. Vielleicht, weil sie die Zeit im Nacken hat. Ich bin erstaunt. Ich habe gedacht, sie schafft es aber. Das ist Amerika, eh? Big and bigger. Texas. Der Bundesstaat produziert auch mit Abstand das meiste Rindfleisch in den USA. I'm impressed. Thanks. I tried. So, you don't need anything for the next week? Yeah, no need to. Wer die gewaltige Portion schafft, darf sich auf dieser Ehrentafel verewigen. Du kannst fahren, weißt du? Du kannst fahren ohne den ganzen Verkehr. Ich meine, wenn du ja so in Deutschland das siehst, da die fahren in einen Stau zum anderen. Und das hier macht natürlich noch Laune. Und so, das sind Cruisen, das ist das Schönste, was es gibt für mich. If you ever get back to Amarillo, I'll be waiting for you. I'll be waiting for you. Im bayerischen Herzogenaurach sattelt Christina Scheib von Kühler auf Plane um. Zumindest in der Theorie. Die Sattelkupplung ist auf Zug. Und dann bringe ich jetzt die Halterung nicht raus. Und jetzt muss ich noch mal von vorne anfangen.
Ich hätte vielleicht erst die Sattelkupplung aufmachen sollen. Hoppala. Ich hätte vielleicht erst die Sattelkupplung aufmachen sollen. Dann geht es auch alles ein bisschen einfacher. Von wegen, die Kupplung sitzt fest. Also ich habe jetzt hier die Bella und den Auflieger seit einem Jahr. Ein Jahr. Und ich habe nie, gell? Das ist noch nie passiert, dass sie geklemmt hat. Das hatte ich bei meinem Alten immer. Aber heute, wenn es eilig ist und du schnell, es regnet, du willst nicht nass werden. Ja, und was passiert? Ja, bingo. Die Sattelkupplung geht nicht auf. Juhu. Nun braucht es ein paar helfende Hände. Mechaniker Christian nimmt Bellas Blockade in Augenschein. Die hängt. Die klemmt immer so richtig. Jetzt hat er sie offen, oder? Super. Ja, Normano, ich weiß schon, deswegen habe ich es nochmal hochgefahren. Danke. Der Kollege, der hat sie noch mehr entspannt als ich. Ich bin ja nicht so entspannt. Ich dachte, sie wäre entspannt. Aber ja. Hauptsache, es kann losgehen. Christina soll eine Ladung Ziegel transportieren und muss dazu von der Seite beladen werden. Das geht nur mit einem Planenauflieger. Sieh mal kurz an. Gut. Christina fährt seit 10 Jahren LKW und ist viele Stunden am Tag allein hinterm Steuer. Musik darf deshalb nie fehlen. Und spielte für die 36-Jährige schon zu Teenager-Tagen eine große Rolle. War auch eine geile Zeit. Kelly Family. Roses of Red. Es war so die erste, diese Erwachsenwerden-Phase. Wie viele Kelly Family Fans schwärmte auch Christina für den Bo der Familie, den damals 16-jährigen Paddy. Ein Konzert war in Tölzen, ein Konzert war in Garmisch. Im Eisstadion. Und ich war auf jeden Fall auf beiden. Und der Paddy, gell? Paddy Kelly, der kam runter und er hat mir die Hand gegeben. Ich war stand in der ersten Reihe, er kam runter und hat mir die Hand gegeben. Alter, ich hab die Hand, gell? Ich bin so gelaufen. Muss ich mir anfassen. Das Schlimmste war, ich hab dann, weißt du, wenn du so Schweißhände hast, denke ich, nicht schwitzen, du darfst nicht schwitzen. Der hat mich voll angefasst. Ich bin ausgeflippt. Ich habe geschrien. Aber ich bin nicht in Ohnmacht gefallen. Und dann ist Christina auch schon am Ziel. Der malerisch gelegene Steinbruch hat 22 Paletten mit Mauersteinen, die Christina zu einem Baustoffhandel bringen soll. Damit es gleich schneller geht, entfernt Christina schon mal die Plane. Wir müssen eigentlich die andere Seite aufmachen. Weil ich fange von vorne an, ach so, okay, bis nach hinten. Also die andere Seite. Ja.